beide schon richtig gut. Solange er nicht merkt, dass ich mich nur an ihm festhalte. Quatsch, du bist ein Naturtalent, das merkt der. Ich würde am liebsten gar nicht mehr absteigen. Zeit, dass meine Maschine wieder aus der Reparatur kommt. Oh, Mann! Es macht echt Spaß mit dir. Er kann auch nicht genug kriegen. Na, pass mal auf, dass dir nicht die Puste ausgeht. Warum? Was hast du noch vor? Physik, schon vergessen? Du wolltest mit mir noch für die Klausur lernen. Ja, kein Problem. Aber vorher starten wir noch mal richtig durch. Na, dann zeig mal, was du kannst. Das gibt's doch nicht. Ich kriege ich schon! Hey, wartet mal! Susa! Susa! Na, darf man stören? Du Vollidiot, die ist vom Pferd gefallen. Komm her und hilf mir! Na, beeil dich, du musst die Füße hochlegen! Beine hochlegen und Wasser holen, los, so hol Wasser! Hoch. Wir müssen sie auf die Seite legen! Ich habe erste Hilfe kurz gemacht, du hast doch keine... Wenn ihr euch einig seid, sagt er Bescheid, okay? Tu das nie wieder! War doch ein scharfer Auftritt! Du halt dich da raus! Was ist denn los? Verstehst du keinen Spaß mehr? Lass mir doch nicht so einen Schrecken einjagen. Wie sieht's aus mit uns beiden? Jetzt sei doch nicht so verkrampft, ein bisschen lockerer. Falls du noch ansprechbar bist, wir haben einen Termin. Soll das ein Witz sein? Dann siehst du mich etwa lachen? Ich such dich überall. Wir haben den Job beim Filzmeier. Wir kriegen 80 Piepen pro Fuhre Cash auf die Hand. Wir müssen aber sofort anfangen. Ausgerechnet jetzt? Na, entweder du kommst sofort mit oder der Job geht flöten. Und dein Führerschein auch. Komm schon, Cowboy. Ich warte. Tut mir leid. Na los, Cowboy, was ist los? Ist schon okay. Ich komme auch allein klar. Danke. Hast du toll hingekriegt. Jetzt bin ich wieder schuld. Natürlich bist du schuld. Ja, froh, dass du den Job hast. Ich bin wie dein Vater, ich bezahle deinen Führerschein. Ja. Du saust mir hier gerade einen richtig schönen Tag. Scheiße. Wir sind viel zu spät dran. Wir machen diese Sache hier zusammen, ist das klar? Tag. Wenn du abspringst, bin ich nämlich tierisch gearscht. Ich brauch die Kohle. Das ist endlich kapiert. Ohne mich als Fahrer läuft nichts. Außerdem muss ich meine Maschine abholen, die ist in der Werkstatt. Guten Tag, Herr Filzmeier. Grüß Gott. Also Leute, so geht das nicht. Unpünktlichkeit kann ich in meiner Firma nicht brauchen. Das kommt nicht mehr vor, Herr Filzmeier. Das möchte ich ja hoffen. Na dann, komm dann, sagt's mal, was ihr könnt.
Ja komm, der Auftrag liegt im Handschuhfach. Geht klar, Herr Filzmeier. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Filzmeier. Was ist das für eine Scheißkarre? Ist noch irgendwas? Null Problemo, Herr Filzmeier. Wie können wir das Ding noch reparieren? Halt die Klappe und such den Auftrag. Ups. Tag, Chef. Alles erledigt. So. Hat alles funktioniert? Kein Problem, Herr Filzmeier. Die Autofahne, Idiot. Das liegt nicht an mir, das liegt an den Zündkerzen. Ja. Klarer Fall, Mann, die sind völlig verrußt. Filzmeier drückt jetzt die letzten Wagen aufs Auto. Vorsicht. Oh, Vorsicht, hier wird sehr eng. Aber bitte nicht anstoßen. Das ist ein Erbstück. So. Du müsstest solche Weiber wie Susa doch kennen. Die machen ewig Stress. Die passt nicht zu dir. Klar, sie hat was, aber bei der weißt du nie, woran du bist. Du vielleicht? Hierher, da. Da an die Wand. Stellen Sie da die Kommode bitte hin. So. Das war der Rest. Wunderbar. Das haben Sie wunderbar gemacht. So. Und das hier, das ist dann für Sie beide. Danke. Bitte. Siehst du, so läuft das. Jetzt kassieren wir noch beim Filzmeier und dann hole ich meine Maschine ab. Sorry, ich habe leider schon was vor. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, und machen Sie bitte die Tür zu, ja? Ich will aber noch nicht schlafen. Wenn ich schläft, bleibt immer klein, der wird niemals erwachsen. Also ist jetzt den Teller leer, putze die Zähne und dann ab ins Bett. Und wenn ich aber gar nicht erwachsen werden will? Dann versäumst du den schönsten Teil deines Lebens. Erwachsenen wird es nämlich niemals langweilig. Was soll ich mit dem Zeug in meinem Zimmer? Ach, das ist mein Vortrag für die Fachhochschule. Ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Hast du es gelesen? Ja. Kooperation als Voraussetzung für Kreativität. Und sowas schreibst du als notorischer Einzelgänger. Willst jetzt Karriere machen? Ja, mir geht die Arbeit vor dem schnöden Privatvergnügen. Was ist Kooperation? Kooperation ist, wenn zwei Freunde sich gegenseitig helfen und sich nicht im Stich lassen. Zusammen ist man mehr als doppelt so stark, hat Philipp neulich gesagt. Genau, besser hätte ich es auch nicht formulieren können. So, gute Nacht, jetzt ab ins Bett. Gute Nacht. Zähne putzen. Ja. Nacht. Der ist klasse. Lass doch Carlos den Vortrag schreiben. Ja, natürlich, klar. Was war jetzt das? Hallo Susa. Du, ich bin in 15 Minuten bei dir. Ist das okay? Ja, wie was? Wir wollten Physik zusammen lernen. Aha. Und warum nicht? Ach so, zu spät. Naja, okay. Nein, nein, macht nichts. Bist du irgendwie sauer oder so? Nee? Okay, alles klar. Dein Sohn wird dir immer ähnlicher. Ciao. Immer Stress mit den Mädels. Er weiß nur noch nicht, worauf es ankommt. Ein bezauberndes Lächeln und du schaffst sie alle. Verarschen kann ich mich selber. Was soll denn das hier? Soll ich hier verhungern? Ich habe ein Recht auf Versorgung. Ich denke, du hast dich von Susa füttern lassen. Nein, habe ich nicht. Ich komme von der Arbeit. Brav. Und wenn du mir den Führerschein ganz zahlen würdest, wie andere Väter auch, dann müsste ich nicht mal lochen. Du kennst meine Grundprinzipien. Geduld, Sanftmut, kein Geld zum Fenster rauswerfen. Sind wir jetzt schon unter die Armutsgrenze gefallen, oder was? Du kriegst die Hälfte vom Führerschein, genau wie Alicia. Ja, aber Alicia kriegt ihren Englandaufenthalt bezahlt. Das gehört zu ihrer Ausbildung. Führerschein ist Luxus. Ja, bei manchen Menschen gehört er auch zum Existenzminimum. Ende der Diskussion, ja? Was ist mit dem? Ich würde sagen, akuter Hormonstau. Hey, Susa. Hä? Kriegst du zu Hause kein Müsli mehr? Zieh Leine. Kein Bock auf deine Gesellschaft. Keine Schule heute, was? Soll das ein Verhör werden? Ich dachte, du schreibst heute Mathe. Man, schwör endlich ab. Du nervst. Was ist denn los mit dir? Wegen dir hocke ich jetzt im Schlamassel. Nächste Stunde läuft die wichtigste Physikklausur vor den Zeugnissen. Und ich? Keine Ahnung. Henrik hatte mir versprochen, mir zu helfen.
Ja, und woher soll ich das wissen? Er hat mir nichts davon erzählt. Eure Geschäfte sind ja auch viel wichtiger. Na, Entschuldigung. Und was willst du jetzt machen? Kann ich erst mitschreiben. Ich kassiere eine 6 und dann haut's mich. Jetzt mach nicht gleich Harakiri. Henrik hat doch auch keine Peilung in Physik. Du musst dich an die Richtigen wenden. Pass mal auf. Physik ist die Königin der Naturwissenschaften, weil sie nur eine richtige Lösung kennt. Also beleidigt sie nicht wieder mit euren Ausflüchten. Kann ich mal aufs Klo? Während der Klassenarbeit. Muss das sein? Es muss. Es dringt. Also bitte, geh. Hoffentlich sind deine Kenntnisse in Physik nicht so schwach wie deine Blase. Hat etwa noch jemand ein dringendes Bedürfnis? Mach schneller, ich muss wieder rein. Naja, also Spannung mal Widerstand. Ist gleich Stromstärke im Quadrat. Entweder du hast den Widerstand oder die Spannung U. Du musst nur die Formel umstellen. Klar? Bist du sicher? Ich habe so ein komisches Gefühl. 100 pro. Wer mich fragt, kriegt Einsteins Antworten. Noch was? Nein, das war's. Das war die letzte. Mein magisches Händchen. Und denk dran, die Formel umstellen. Bist ein Schatz. Man braucht nur Mut zum Risiko. Zu Henrik. Der hat seine Chance gehabt. Capito. Und wie viele Wünsche habe ich frei? Wart's ab. Wow! Wow! I feel good! I know that I wouldn't know. Hey, was hast denn du hier eigentlich zu suchen? Ich habe mich wohl verlaufen. Ach ja? Ganz ehrlich. Leid. Ich wollte dich nicht hängen lassen. Aber der Job beim Filzmeier ist im Moment wahnsinnig wichtig für mich. Ich habe auch was für dich. Eine Kleinigkeit als Wiedergutmachung. Für mich? Ja. Danke. Toll. Ein Pferd. Danke. Gerne. Süß. Das ist echt Silber. Kannst du schweigen? Klar, wie ein Grab. Ich habe gestern was entdeckt, als ich weggeritten bin. Drüben am Fuchsberg in einer alten Scheune. Lauter Käfige mit exotischen Tieren. Für die gibt's doch Einfuhrverbot. Eben. Ich mache jede Wette, die wären illegal verschoben. Da schalten wir uns ein. Ich habe auch schon eine Idee. Hi. Reden wir heute Abend drüber. Hallo, Christel. Hallo. Das ist ja ein witziger Geldbeutel. Ist das deiner? Gibt's einen Grund zu feiern? Susa hat ihre Klausur hinter sich. Kompliment. Das heißt, heute Abend steigt eine Fete. Wir können ja die Disco unsicher machen. Wie wär's mit einer Schnupperreitstunde? Ich würde sehr gerne Reitunterricht bei dir haben. Von mir aus. Du und Reiten, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Kann überhaupt nicht reiten. Ja, kannst ja mal probieren. Also, ich wäre ganz verrückt drauf. So. Ach, steht dir viel besser als Henrik. Wenn du scharf auf eine Katastrophe bist, bitte. Du kannst mir ja helfen, sie zu verhindern. Komm doch mit. Gerne. Ich muss aber vorher noch was erledigen. Dann sehen wir uns nachher. Habt ihr schon gehört? Sil ist im Mädchenklo erwischt worden. Was hast du denn da getrieben? Weißt du einen besseren Ort für ein Quickie? Lautes Pärchen, hm? Halt noch. Unmöglich. Ich hab keinen Fahrer. Jetzt muss doppelte zahlen, das geht nicht. Morgen, ja, morgen vielleicht. Gut, ich ruf sie dann an. Wieder an.
Gott, Herr Filzmeier. Grüß dich, Henrik. Was machst du denn da? Ihr wollt's doch nicht etwa schon aufstecken? Nein, nein, im Gegenteil. Sie haben gesagt, dass wenn ich mal einen Vorschuss brauche, dann... Vorschuss? Jetzt schon. Und? Wie viel jetzt braucht? 1000 Mark? 1000 Mark. Haufen Geld. Für was brauchst du denn das? Die Fahrschule Heider hat einen Sonderkurs für Schüler. Ja, und es sind noch 2 Plätze frei. Aber ich muss 1000 Mark sofort anzahlen. Hm. Na und? Das kannst du mal für Sicherheiten bieten. Ich mache jede Arbeit für Sie, garantiert. Also gut. Ich kenne ja deinen Vater. Notfalls hol mir das Geld von dem. Bis zu der Vergleisern lässt das geben. Aber, Henrik, unter einer Bedingung. Heute um 5 Uhr macht's neue Extrafuhre. Ja, kein Problem. Dankeschön. Ja, da ist nicht mehr der Filzmeier. Ich sehe das jetzt doch, das geht halt noch. Aber das kostet hier ein bisschen was. Mach mal die Knie ein bisschen fester ran und stell dich mal in die Knie. Das fährt keine Luft mehr. Zügel fäuste ruhig. Reiß dich nicht so im Maul rum. Holger, geht's ja gar nicht. Bein lang. Längere Beine? Na hopp, es gibt mal Gas hier. Her! Das ist kein Motorrad, Mensch. Ja, siehst du, geht doch. Super. Der geht im Kreis. Grab mal an. Ich fühle mich wie John Wayne. Siehst doch fast so aus. Ja, komm, sitz doch nicht so verkrampft drauf. Den Arsch in den Sattel und die Hände locker. Das mach ich doch. Lass ihn doch mal probieren. Ja. Die extra Runden willst du noch drehen? Wir sind gebucht beim Filzmeier. Wir haben eine extra Fuhre. Ja, was, soll ich dir vielleicht beim Absteigen helfen? Ja, bitte. Dann zeig uns mal, was du kannst. Hey! Na los, John Wayne! Klasse Abgang. Den letzten Teil musst du noch mal üben. Sag mal, du bist ja wohl total bescheuert. Was denn? Du wolltest doch vor Susa sowieso nur eine Show abziehen. Ich? Das ist ja absolut lächerlich. Ja gut, dann lass uns gehen. Der Filzmeier erwartet nicht. Sag mal, ich bin doch nicht dein Knecht. Ich mach keine halben Sachen. Ja, ich auch nicht. Also, worauf warten wir? Gut. Ist ja, ich glaub, was ist mit mir? Ist ja, ich glaub, was hätte passieren können. Wir sehen uns nachher in der Disco. Und lass den Gaul zu Hause. Du bist sicher, das funktioniert dann auch alles? Ja, funktioniert. Ich weiß genau, wie das tut man nicht alle für einen Freund. Da schau her. Ja. Mein Gott, so ein Riesenaufwand. Ja, wenn schon schreiben, dann wenigstens mit der neuesten Technik. Eben. Und ich muss jetzt dann das nur noch da rein tippen. Ja. So, viel Spaß. Mein Gott, was nützt mir die neueste Technik, wenn mir nichts einfällt? Mein Gott, du bist vielleicht so ein Professor. Zeig mal her. Was hast du? Schau doch mal. Das ist dürftig. Zusammenarbeit verbessert nicht nur das Betriebsklima, sondern sie steigert auch die Potenz. Kreativität, wie gerade unsere letzten Kollegarbeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Aha. Das ist ja verschärft. Gleich 3 Männer arbeiten an meinem Vortrag. Wieso an deinem Vortrag? Ich glaube, ich muss euch was erklären, nee. Weißt du was, du musst uns gar nichts erklären. Du machst in Zukunft deinen Mist selber, ja? Genau. Wir gehen Englisch brauchen, komm. Lass uns doch nicht verarschen hier. Fall. Keine Zeit, ich muss in die Kiste gehen. Das war wohl nicht so gut, mal nach dir zu gucken. Bitte.
wird denn jetzt aus uns beiden? Fang jetzt nicht an zu sülzen, Henrik. Entschuldigung, ich wollte ja nur wissen, was los ist. Wenn dir wirklich was an mir liegt, dann helf mir, die Tiere da rauszuholen. Ja, okay. Lass uns morgen hinfahren und schauen, was an der Sache dran ist. Hast du noch irgendjemand davon erzählt? Du kommst darauf. Es bleibt unter uns, okay? Geh mal aufs Klo. War wohl nix. Baggern will gelernt sein. Deine Sprüche langweilen mich. Ihr beide habt doch irgendwas vor. Es bleibt doch ein Blinder mit dem Krückstock. Wilde Tiere. Und weiter? Ich stehe aufs Animalische. Das glaube ich dir sofort, du Freizeit-Tarzan vom Starnberger See. Ja, so steht's geschrieben. Mhm. Urwaldinstinkt ist das Einzige, was einen heutzutage am Leben hält. Und meiner sagt mir, dass irgendwo da draußen wilde Tiere nach ihrem Retter schreien. Es fragt sich bloß, wo, Susa? In einer alten Scheune am Fuchsberg. Da geht's nicht ein bisschen genauer? Nein, mehr erfährst du erstmal nicht. Jetzt hast du schon gesagt, dass es am Fuchsberg ist. Jetzt kannst du mir gleich sagen, wo es genau ist. Sei doch nicht so neugierig. Was heißt neugierig? Ich soll die Tiere da rausholen. Ich muss doch ein Bild machen auf dem Stadtplan, wo das Ding überhaupt ist. Was machst du hier? Ich such dich überall. Ein bisschen frische Luft schnappen. Wird das jetzt kontrolliert? Du, ich muss jetzt nach Hause. Was dagegen, wenn ich sie heimfahre? Oder willst du sie bei diesem Pisswetter auf deinem Gepäckträger festschnallen? Also nicht vergessen. Morgen, ja? Du kannst so lange schon mal für deinen Führerschein büffeln. Sieht ja ziemlich verlassen aus hier. Wart's ab, du musst staunen. Ich habe mich übrigens erkundigt. Die Scheune gehört Filzmeier. Wir hätten doch die Polizei benachrichtigen sollen. Erst wenn wir Beweise haben. Das gibt's doch nicht. Du bist sicher, dass wir hier richtig sind? Hältst du mich für blöd? Die haben die Tiere schon wieder weggeschafft. Und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und was machen wir jetzt? Die kommen wieder. Wir müssen morgen noch mal her. Übermorgen, von jetzt an jeden Tag. Ich kann morgen nicht, ich muss zum Filzmeier. Toll. Gibt's für dich vielleicht auch noch was anderes als deinen beschissenen Job? Entschuldigung, ich muss vielleicht Geld verdienen. Bei einem Verbrecher. Das ist noch lange nicht geklärt. Das hier ist womöglich eine einmalige Sache, die schon lange gelaufen ist. Dann wär's ja nicht so tragisch. Ich muss dir noch was sagen. Hi! Was macht denn der hier? Ich habe ihn nicht herbestellt. Du hast ihm gesagt, wo wir sind. Ich habe gedacht, es bleibt unter uns. Das hast du vielleicht gedacht. Überraschung! Die Viecher sind wohl alle ausgeflogen. Na, Prinzessin? Neben der Erbse. Da hast du deinen Held. Du kapierst überhaupt nichts. Irgendwann brauchen wir sie. Oder kannst du vielleicht Auto fahren? Wie wollen wir die Tiere denn hier rauskriegen? Hey, ein Heizstrahler! Ist vielleicht eine heiße Spur. Ja, klar. Das hier ist eine Sauna oder ein Massagesalon. Fände ich geil. Geht mir auf die Nerven mit eurer Macho-Getour. Hier geht's um wehrlose Tiere. Und wenn ihr das nicht kapiert, dann könnt ihr mich mal. Susa! War wohl nichts. Na, die Action hätte ich mir sparen können. Wenn du schon so geil auf Action bist, dann vergiss bitte nicht, dass wir morgen eine Fuhre für den Filzmeier haben. Und zieh dir ein anderes Hemd an. Das ist von meiner Oma. Das kann doch nicht wahr sein.
reicht's. Raus da! Silvester kommt sicher gleich. Interessiert mich jetzt nicht mehr. Komm, gib mir das Fahrtenbuch her, Schlüssel hier raus. Wir machen Ihre Fuhre ganz bestimmt. Nichts da! Für euch ist Feierabend. So leid kann ich mir nicht leisten, verstehst? Ich bring das wieder in Ordnung. Kann ich nicht so lange im Lager arbeiten? Freilich, dass du mal alles auf den Kopf stellst. Kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Haben Sie was zu verbergen? Jetzt reicht's mir. Möchte ich da nie mehr sehen, ausgehört. Nie mehr! Und in 2 Tagen möchte ich mein Geld wieder sehen. Spätestens. Verstanden? Was machst denn du da? Sex im Internet, ja? Jetzt mach mich nicht wahnsinnig mit deinen blöden Sprüchen. Ich bin kurz vorm Zusammenbruch. Okay. Ja, das kommt davon, wenn man seine Freunde schnöde benutzt, um sich bei der holden Weiblichkeit einzuschleimen. Ich sehe eine kollegiale Zusammenarbeit, das kreative Klima noch verbessern könnte. Ja, fertig. Jetzt brauche ich das Ganze nur noch ausdrucken. Wenn du Drucker hast. Ich meine, kann man haben, muss man nicht haben. Ein Drucker. Henrik? Henrik, den Drucker! Was ist das denn? Hey, ha? Hey, 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 was? Halt! Halt! Was passiert denn hier mit meinem Text? Hey! Henrik! Henrik! Henrik, Henrik, ich werde wahnsinnig! Jetzt ist der ganze Vortrag in diesem scheiß Computer einfach verschwunden. Ist vielleicht auch besser so. Du musst mir helfen. Schaffst du das nicht alleine? Was ist denn los mit dir? Bist du krank? Kann ich dieses Bier haben oder soll ich dir die Hälfte bezahlen? Ja, nicht bevor du mir sagst, was mit dir los ist. Nichts, worüber ich mit dir reden müsste. Jetzt hör mal, die Familie hat ein Recht zu erfahren, wie es dir geht. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Nur in Ruhe? Dann grab dich halt ein! Versauer doch! Du bist vielleicht sensibel. Ich bin eine Elefantenherde. Wieso? Ja, merkst du das nicht? Ja, was denn? Dein Sohn hat Liebeskummer. Hi, Henrik. Du traust dich noch hierher. Heute Morgen tut mir leid, ich kann es dir erklären. Ja, vergiss es. Den Job bei Filzmeier sind wir auf jeden Fall los. War eh viel zu anstrengend. Er findet sich Besseres. Ich musste dringend was erledigen für meinen Alten. Ach, für deinen Alten. Und, war er zufrieden? Na sicher. Ich hab dich gesehen. Dich und Susa. Du bist eine ganz schöne Drecksau. Lässt mich sitzen und hintergehst mich auch noch. Wir haben nur nach den Tieren geschaut. Ach, so ein Schwachsinn nach den Tieren. Da waren noch nie Tiere und da werden auch nie Tiere sein. Woher willst du denn das wissen? Irgendjemand muss Susa doch helfen. Soll ich sie auch im Stich lassen, so wie du? Mit dir bin ich fertig. Zwischen euch ist doch nie was gewesen. Du bist doch bloß zu feige. Silvester, hau ab. Hey, komm schon, Alter. Verpiss dich, verflucht nochmal! Also, Schnauze! Du tickst doch nicht richtig! Knüppel hat dein Sohn. Ich weiß nicht, ich verstehe die jungen Leute von heute nicht. Ich meine, wir hätten doch sowas völlig stressfrei geregelt früher. Stimmt, du hast dir die Frauen gekrallt und ich habe mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut. Ja, ich meine, es kann nur immer einen Gewinner geben. Wenn der Klügere nachgibt. Dick. Mann, jetzt warte mal, lass uns doch mal über alles reden. Hey! Ach, Silvester. Ja, Dr. Wiesner? Ich habe neulich in 10b einen Fall von physikalischer Erleuchtung gehabt. Hat mich irgendwie an deine Eingebungen erinnert. Klingt aufregend. Außerdem hört man von einer seltsamen Geschlechtsumwandlung in den sanitären Anlagen. Geradezu ein biologisches Wunder. Ach, ich mache mir nichts aus Naturwissenschaften. Blöde Ziege. Lass den Typen. Hi, Henrik. Du, ich habe heute Morgen die 2 Typen gesichtet mit dem Lieferwagen. Es sind Leute von Filzmeier.
Jetzt wird's spannend. Kommst du mit heute Abend? Mann, was ist denn los mit dir? Du kannst uns doch jetzt nicht hängen lassen. Du fragst mich, was los ist. Henrik. Mann! Na, ist die Lage geklärt? Ich hab gleich gesagt, auf Henrik können wir nicht zählen. Ich dachte, er ist dein Freund. Da ist er ja auch. Susa, ich habe mir überlegt, es ist besser, deine Mutter einzuschalten. Die ist Tierärztin. Spinnst du? Mann, die macht doch gleich einen Riesenausschlag mit Behörden und so. Da sind die Typen über alle Berge. Und das ziehen wir alleine durch. Frauenpower. Gib dir keine Mühe. Ich weiß doch, dass das unheimlich beschissen geht. Aber essen musste trotzdem was. Ich komme schon zurecht. Sowas tut sehr weh. Aber es nützt dir nichts, wenn du wie ein geprügelter Hund hier rumhängst. Es wird immer schlimmer. Mhm. Von Stunde zu Stunde. Weil du sie in Wirklichkeit einfach immer noch sehr gern hast. Dich hat's einfach unheimlich erwischt. Das kann man wohl sagen. Aber was ist denn das Problem? Sie treibt ihre Spielchen mit uns beiden und das macht mich einfach fertig. Ja, vergrab dich nicht in Selbstmitleid. Da musst du kämpfen. Nur wer um seine Liebe kämpft, der verdient sie auch. Das klingt wie das Wort zum Sonntag. Aber es tut gut. So gefällst du mir schon wieder besser. Das funktioniert auch? Na klar, aber du musst da nicht glauben. Ach ja, ich hab da übrigens was unter dem Tablett für dich. Na, das ist ja der Vortrag für Cassie. Ja, es gibt einen Trick, wie man gelöschte Dateien zurückholt. Henrik, du bist der Größte! Hey! Danke! Das ist super! Hallo, was ist los? Ja, wir geben uns gerade Nachhilfeunterricht gegenseitig. Das ist gut. Sag mal, hast du Susa gesehen? Die wollte doch mit dir lernen. Lernen? Ja, das kann sie haben. Ich weiß, glaube ich, wo sie ist. Was hat er denn? Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Susa, das ist doch Wahnsinn, bei Nacht hier rumzusteigen. Sie sind da. Komm, wir gehen rein. Der Dschungel. Das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Irre. Stachelschwein. Guck dir das an. Eine dicke, fette Eule. Sind die nicht toll? Du, ich glaube, die spüren, dass wir sie befreien. Wenn Henrik das sehen würde. Vergiss Henrik, der hat nichts begriffen. Wir beide sind hier, wir zwei. Und dieses Wahnsinnsteam dreht jetzt das größte Ding aller Zeiten. Ja! Mensch, Susa! Das ist der absolute Film. Und wir beide sind mittendrin. Henrik! Toll, dass du doch noch gekommen bist. Guck dir das an, wie ich gesagt habe. Ein Affe, Schlangen und ein Stachelschwein. Danke, ich hab genug gesehen. Henrik!
Der kapiert nicht, worum es geht. Vielleicht hast du recht. Fangen wir an, bevor wir nochmal Besuch kriegen. Lass uns 2, 3 Käfige packen und dann nichts wie weg. Das reicht als Beweis für die Polizei. Wir sollen mit einem Einsatzkommando hier aufräumen. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Ich lasse hier kein Tier zurück. Pass an. Gleich bist du dran, hm? Los, komm, wir müssen fertig werden. Ja, dann nehmen wir jetzt den. Verdammt, da kommt wer! Schnell ab, schnell! Das sind die Typen! Los in die Kammer! Aber los, in 20 Minuten muss der Schuppen leer sein. Pass auf mit dem Viech. Ja, ja, schön gerade. Mein Gott. Fackel nicht so, Mann. Laber mich nicht voll. Eingesperrt. Glaubst du, das ist ein gutes Zeichen? Kaum. Und ich glaube auch nicht, dass die uns freiwillig hier abhauen lassen. Überleg dir mal, was wir machen, wenn die uns holen. Mann! Susa, egal wie das hier ausgeht zwischen uns beiden, du und ich in der Kammer, unser Feeling füreinander, das können die nicht einlochen, richtig? Was ist los? Ja. Vorsicht, Gott sei Dank, das ist jetzt der Letzte. Schnaufst du? Stopp mal. Hast du es? Los, komm. Los, das Käfig von hinten holen und dann abhauen hier. Ich glaube, sie sind abgehauen. Du bedeutest mir unheimlich viel, Susa. Sag mal, bist du jetzt völlig durchgeknallt? Was faselst du denn da? Was glaubst du, weshalb ich mich auf diese Aktion hier einlasse? Doch nur wegen dir. Was soll denn das jetzt werden? Eine Seifenoper? Susa. Du hast mir nur geholfen, um mich anzumachen? Na, du tickst doch nicht mehr richtig. Ich will hier raus. Jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Es brennt. Scheiße! Mach doch was! Versuch ich ja schon. Ja! Susa, wo seid ihr denn? Wir sind hier in der Kammer! Henrik, hol mir die Tür heim! Hol uns hier raus! Ah!
doch mal gut. Mensch, Hendrik, wenn du nicht gekommen wärst. Ich glaube, wir können gehen. Hendrik, können wir nicht vielleicht ruf über die... bitte einfach nur die Polizei an und sag denen, was hier los war. Mach ich. Danke, dass du uns da rausgeholt hast. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Hendrik, lass uns noch mal über alles reden. Hendrik! Oh, morgen. Was machst du denn schon hier? Hast du Brötchen geholt? Nein, ich war noch gar nicht im Bett. Kaffee ist auch noch keiner da. Ich hab dir was verschwiegen. Warum hast du nicht geschlafen? Hast du dich mit Susa ausgesprochen? Nein. Ich hab Schulden gemacht. Was? Eine ganze Menge. Wegen dem Führerschein. Naja, und jetzt will der Filzmeier seinen Vorschuss zurückhaben. Von dir. Wieso? Ich denke, du arbeitest bei ihm. Er hat mich gefeuert. Und außerdem glaube ich, dass er Dreck am Stecken hat. Das ist ein Krimineller. Wieso erfahre ich sowas erst jetzt? Warum? Weil du gesagt hast, dass ich mich um meine Angelegenheiten selber kümmern soll. Ja, vermutlich war das ein Fehler. Wie viel? Tausender. Wie kommen Sie eigentlich dazu, meinen Sohn in so eine Zwangssituation zu bringen? Erst leihen Sie ihm Geld, dann kündigen Sie ihm die Arbeit. Das ist sittenwidrig. Seien Sie unbesorgt, Sie kriegen Ihr Geld. Ich komme für die Schulden meines Sohnes auf, wenn auch unter Protest. Also, jetzt machen Sie mal halblang, Herr Sandmann, gell? Also von wegen Schulden eintreiben. Ganz im Gegenteil, ich wollte mich persönlich beim Hendrik bedanken. Was? Das habt ihr großartig gemacht. Ihr habt natürlich mich verdächtigt. Ja? Aber die Polizei hat die beiden Burschen schon geschnappt. Samt den Viechern auf der Autobahn. Ich habe schon länger vermutet, dass die beiden Fahrer ein bisschen krumme Geschäfte machen. Und inwiefern war Hendrik in die Sache verwickelt? Verwickelt ist gut. Ohne den wäre der Schuppen abgebrannt. Und so einen Jungen werfen Sie vor die Tür? Kann jederzeit wieder anfangen. Na komm, Arbeit gibt's genug. Ich habe noch keinen Führerschein und meine Schulden muss ich auch erst bezahlen. Ja, dafür bürge ich. Das machen wir schon. Ich fahre dich so lange, bis du die Prüfung geschafft hast. Das hast du schon mal gesagt. Darauf kann ich mich leider nicht mehr verlassen. Wiedersehen, Herr Filzmeier. Wiedersehen, Hendrik. Tja, also nichts für ungut. Ne? Herr Sandmann, muss da wieder los. Du machst das, ne? Mhm. Belohnung vom Filzmeier. 600 Mark. Hier. Hast du dir verdient. Vielleicht die erste Anzahlung für deinen Führerschein. Mensch, Hendrik, ich wünschte, du könntest verstehen, wie ich mich jetzt fühle. Ich hatte die Hosen gestrichen voll in dem brennenden Schuppen. Und als du uns da rausgeholt hast, war ich glücklich, dass es dich gibt. Hinterher ist man immer schlauer. Ich hab dich im Stich gelassen. Tut mir leid. Weißt du, ich hab immer gedacht, dass nur meine Alten so einen Stress machen wegen einer Frau. Aber wenn's mal hart auf hart geht, dann können sie sich wenigstens aufeinander verlassen. Deswegen beneide ich sie. Ja. Wir machen genau denselben Mist wie damals mit Claire. Einer sticht den anderen aus, keiner will sich eine Blöße geben. Wir haben uns benommen wie Idioten. Naja. Vergessen wir es. Gute Freunde teilen sich auch die Belohnung. Hendrik, ich denke, du willst einen Führerschein machen. Danke. Hi. Hi, Susa. Hi. Ohne 6. Von wegen Einstein. So kann man sich irren.
heißt denn das hier? Wenn schon, dann sollte man sich den richtigen Ghostwriter suchen. Vivi gibt mir noch eine letzte Chance. Im Mündlichen. Wegen der besonderen Umstände, wie er sagt. Mir ist allerdings schleierhaft, wie ich das machen soll. Nachhilfe. Ich pack's dann mal. Wir sehen uns später. Tschüss. Ciao. Damit kann ich ja jetzt wohl nicht mehr rechnen. Nach dem, was zwischen uns gewesen ist. Das kommt auf den Versuch an. Wirklich? Würdest du das machen? Ja, unter einer Bedingung. Und die wäre? Dass du mir sagst, was der Kerl am Mädchenklo gemacht hat. Hast du es noch nicht geschnallt?